habe mein Versprechen, wenig zu filmen, eingehalten, weil ich einfach mal gar nicht mehr gefilmt habe. Und es ist jetzt fast um 5 und diese Con macht einfach mal um 5 zu. Was ist das? Wir stehen jetzt hier und haben so coole Fotos gemacht. Durch und ich filme noch mal ein bisschen was, aber wir haben ganz nette Leute wieder getroffen. Hier, die stehen da gerade und machen Bilder. Oh Gott, das ist der Zoom langsam. The General. Und ja, jetzt haben wir gerade Zeit und draußen ist wunderschönstes Wetter. Wir waren lange draußen, wir haben coole Fotos gemacht. Gekauft haben wir überhaupt nichts. Noch. Und hier ist auch irgendwie nichts. Es gibt irgendwie 3 Stände, wo man was kaufen kann. Und die Con ist winzig. Hast du noch was zu sagen? Nein, gerade nicht. Lachs? Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Aber imperialistische Kekse sind auch so lecker. Hieß war der Spruch so? Ja. Imperiale Kekse. Imperiale Kekse. Also imperiale Kekse sind auch sehr lecker. Na, jetzt seid ihr wieder drin. Hey! Das finde ich gut. Yay! Ja, ich wusste nicht mehr, was ich erzählen soll. Habe ich aufgeregt. Habt ihr noch was zu erzählen? Ja, das ist auch so schön. Das ist schön. Wir sind nicht spontan. Nee. Die sind nicht spontan, das macht nichts, ich auch nicht. Ist, ich erzähle mal irgendeinen Scheiß. Das ist absolut haxisch, ich bin nicht spontan. Hey. Haxisch? Das klingt wie was zu essen. Nein, das ich ist... Ich habe Hunger. Haxisch? Du hast immer Hunger. Eigentlich müsste Ahsoka gut zu Hax passen. Nicht wegen der Haarfarbe. Doch, das ist voll gut, oder? Aber ich meine, weil Ahsoka wird immer mit Charakteren zusammengepackt, die 3 Buchstaben haben. Irgendwas mit Ax, Lachs. Wir haben Rex. Es hätte in den, also die Folgen, die nicht rausgebracht worden sind, da hätte es einen Charakter gegeben, dessen Namen ich nicht weiß, aber der hieß auch Bex oder Kex oder Hex oder sowas. Und es sind immer Charaktere mit X. Der wurde Hax, passt irgendwie gut ins Schema. Naja. Ich glaube, Ahsoka ist aber ein bisschen zu alt für Hax. Ja, egal, wahrscheinlich auch schon tot oder so, man weiß es nicht. Ahsoka lebt. Die liegt mit Luke auf der Insel. Vielleicht. Bei den Steinen. Bei den Steinen? Siehst du, ich bin ein Stein geworden. Steinalt. I hope you're... I hope you're was? Naja, ich weiß nicht. Kennst du die... Ich würde jetzt dann aus, oder wenn wir gleich rausgehen? Wenn wir gleich rausgehen. Thank you.
Jetzt fertig. Echt? Ja. Ach, Quatsch. Wow. Oh, 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 ich bin gespannt. Oh, oh mein Gott. Ich muss da mal kurz ranzoomen. Keine Fotos. Das ist kein Foto, sondern ein Video. Hoi. Hammer. Ja, genau. Geil. Sieht mir wirklich, sieht sehr schick aus. Kommt ja noch die junge Ahsoka dazu? Die kommt ja auch noch dazu. Ja. Folgt ihm. Und der sagt so, oh, ich tätowiere gleich weiter, ich hab da sofort was im Kopf. Okay, morgen dann oder wie oder was? Ja. Morgen dann? Nee, demnächst erst. Erstmal abfallen lassen. Demnächst schickt ihr mir den Entwurf zu, dann sehen wir mal. Voll geil. Sieht mega geil aus. Danke. Also ich meine auch an den Artist natürlich. Du kannst ja nichts dafür, du hast ja einfach nur wahrgebracht. Nein. Du warst sehr mutig. Du warst sehr mutig. Ohne Scheiß. Also wenn das immer so läuft, ne? Du tätowierst mich komplett. Das ist mir scheißegal. Ist da, ey, ohne Scheiß. Null. Auch übrigens, jetzt am Stand gibt es das Ahsoka Lichtschwert von mir. Oh, da muss ich doch mal gucken gehen. Also das Grüne dann wahrscheinlich, ja, die Variante. Das Große. Wie weit fahrt ihr denn überhaupt? Ruhe. Ja, das gefällt mir hier alles sehr gut. Wenn ich selber auch Tattoos haben würde, würde ich mich bestimmt hier auch tätowieren lassen.